Hallöchen, Freunde der Sonne, Peter Pistole hier mit dem nächsten Teil. Welcher Teil ist es? Teil Nummer 4? Teil Nummer 4 der Serie To All the Mods 6. Ich habe letztes Mal über Mechanism geredet und ja, dafür braucht man Strom. Und Strom ist sowieso eine essentielle Sache in Modpacks. Und deswegen müssen wir ganz schnell in dieses Thema einsteigen. Und das machen wir. Jetzt machen wir das. Hier in dieser Kiste befindet sich der Coal Generator. Ja, ihr macht nichts einfacher als das Strom, und zwar mit Kohle. Die solltet ihr inzwischen gefunden haben, wenn ihr unterwegs wart in den Minen. Und ich stelle mal auf, hol mir ein bisschen Kohle aus dem Zauberkistchen. Zack, mach die Kohle hier rein. Booms. Und Strom wird erzeugt. Nichts leichter als das. Das Tolle ist, wir nehmen mal gleich eine Mechanism-Kiste hier raus. Mechanism-Gerät aus der Kiste. Badabing, badabung. Huch. Shift gedrückt halten, damit ihr was oben draufstellen könnt. Ups, ist das Ding geladen. Damit könnt ihr eure ersten Sachen machen, insbesondere die von Mechanism, weil das euch weiterbringt, wie ich in der letzten Folge gesagt habe. Knickknack. Um dann, falsche Kiste, den nächsten Stromerzeuger zu bauen, den ich euch nur raten kann. Und zwar von Mechanism, den Wind Generator. Hier, lustig in der Hand. Hihi. Guck mal, hat man ein kleines Windrad in der Hand. Und wenn man es aufstellt, sieht es ein bisschen anders aus. Nämlich so. Hups, plötzlich größer geworden. Was ist da los? Ja, und der, wenn man links oben in die Ecke guckt, ich kann es ja mal im Schnitt ein bisschen ranzoomen, dann sieht man, wie der schon fleißig RF erzeugt, beziehungsweise FE, wie es bei Mechanism heißt, also einfach Strom erzeugt. Und hier kann man auch sehen, wie viel, nämlich 384 pro Tick. Das ist schon eine Menge. Vor allem, weil die verhältnismäßig einfach zu bauen sind. Wenn wir hier mal gucken, wie das Rezept von den Dingern ist, dann ist das ein bisschen Osmium, was von den Energy Tablets, was auch easy zu lösen sein müsste. Und dieser Coil hier in der Mitte, da braucht ihr ein bisschen Stahl. Gold braucht ihr tatsächlich eine Menge, aber auch das sollte man ja finden. Und ansonsten braucht ihr nur Tools, die man mit dem Infuser am Anfang sehr leicht machen kann. Und könnt euch mehrere von den Windgeneratoren bauen, um somit alle eure Geräte Early Game anzutreiben. Um die dann noch miteinander zu verbinden, also sprich die Generatoren mit euren Geräten, braucht ihr noch die Basic Universal Cable, ebenfalls von Mechanism, kann ich nur empfehlen. Schließt ihr easy peasy an die Geräte an. Dann könnt ihr euch die Coal Generator auch sparen und habt so ein Setup, genau so ein Setup solltet ihr euch aufbauen. Nein, ich fliege mal nochmal hier nach oben, wo man meine Early Game bis Mid Game erweitertes Stromsystem sehen kann, nämlich eine Menge Windgeneratoren. Hier alles schön nebeneinander gestellt, mit Kabeln verbunden. Hier schön bis nach unten in die Base geleitet. Bums, aus, Ende. Ja, und dieses Mal wird es eine recht kurze Folge, weil viel mehr ist fürs Early Game Stromerzeugen nicht wirklich zu sagen. Es gibt noch Solar Generators, die habe ich ausprobiert. Die sind aber schwer zu craften, beziehungsweise die Rezepte sind recht teuer. Hier kann man so einen Solargenerator sehen. Die sind wirklich krass schwer zu basteln und mit vielen Materialien, bis man überhaupt zu diesen Solargeneratoren kommt. Und er produziert dann nur 16 FE pro Tick, also ein Bruchteil dessen, was der Windgenerator hier produziert. Zudem produziert er das nur am Tag, wenn die Sonne scheint. Insofern lohnt sich das nicht wirklich, das zu tun. Das nur mal vorab geschickt. Hey, das macht der Villager hier oben. Naja, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Eine kurze Folge, dafür gibt es dann schnell eine neue hinterher. Und ich würde sagen, wir kümmern uns das nächste Mal um Refined Storage, weil nichts ist schlimmer, als einzelne Kisten zu haben, wo man alles suchen muss. Deswegen Refined Storage, wo ihr ein großes Lagersystem habt, aus dem ihr auch noch craften könnt. Aber dazu mehr beim nächsten Mal. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Peter Pistole erklärt die Welt, in diesem Fall All the Mods 6 bei Minecraft. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, egal, tut was ihr könnt. Von mir aus auch einen Daumen nach unten, wenn es scheiße ist. Guckt die Videos, guckt die anderen Videos, spielt das Modpack. Bis dann.